Hast du dich schon mal dabei ertappt, wie du den kräftigen Rücken eines Schwimmers beobachtet hast und dir gedacht hast, wow, durch regelmäßiges Schwimmen bekomme ich echt einen monströs durchtrainierten Körper? Dann bist du auf die Swimmer's Body Illusion hereingefallen. Laut Autor Rolf Dobelli ist das eindeutig ein Denkfehler. In Wirklichkeit ist nämlich der breite Körperbau der Grund, warum der Schwimmer so ein guter Schwimmer ist und nicht umgekehrt. Die Eigenschaften sind die Ursache, nicht die Wirkung. Lass dich also nicht von dieser Ergebnisillusion blenden, sondern tue die Dinge, die auch wirklich eine Wirkung in Richtung deines gewünschten Ziels haben.